Herzlich willkommen zu einem neuen Führich-Talk. Heute darf ich ein zweites Mal bei uns Dr. Rüdiger Dahlke begrüßen. Hallo. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du ein zweites Mal hierher gekommen bist. Ich glaube schon das dritte, oder? Das dritte Mal. Einmal ein Vortrag und zweimal ein Interview. Einmal mit Publikum und heute ohne Publikum. Genau. Richtig. So, jetzt sagst du, du bist ja eher so, also du bist ein Komplementärmediziner, also nicht so wie viele meinen, du bist Alternativmediziner, du bist Komplementärmediziner. Und für dich ist es sehr wichtig, für dich persönlich, dich vegan zu ernähren. Pflanzlich vollwertig, so Peace Food-mäßig, ja. Genau. Was steht bei dir am Frühstückstisch? Nix, weil frühstücken tue ich meistens nicht. Okay. Ich mache auch dieses Kurzzeitfasten, also ich habe jetzt heute noch nichts gegessen zum Beispiel. Kriegst dann was bei mir? Ja, habe ich schon irgendwie geahnt. Den Namen Führich verbinde ich ja gutes Essen. Also, ich esse zweimal am Tag. Ja. Und wenn ich Vorträge habe am Abend, tue ich manchmal frühstücken und Mittagessen. Aber die meiste Zeit tue ich das Frühstück weglassen. Und esse dann mittags Obst und eigentlich rohe Sachen, wenn ich so auf mich gestellt bin. Mhm. In Zypern mache ich das. Und ansonsten passe ich mich da auch an. Also ich habe das jetzt nicht so streng geregelt. Ich mache manchmal Frühstück und dann kein Abendessen und manchmal. Aber was steht bei dir dann am Frühstückstisch? Also auch wenn du wenn später ich ausnahmsweise mal esse. Mhm. Ja, Obst. Nur im Wesentlichen. Obst. Ja, also Tamanga ist ja natürlich mit einem riesen Biogarten verbunden. Wenn da die Äpfel reif sind, halt mehr Äpfel, Zwetschgen, dann Zwetschgen. Mhm. Beeren esse ich total gern. Und morgens habe ich eigentlich, weil ich die längste Zeit meines Lebens nicht gefrühstückt habe, ich mache das schon 45 Jahre, habe ich eigentlich gar nicht viel Hunger. Dann esse ich so relativ wenig Obst, Beeren. Hat das irgendwas zu bedeuten? Weil das ist bei mir genauso. Ich stehe in der Früh auf und ich kann nicht gleich was essen. Ich habe das nie mögen. Meine Mutter hat ja wunderbar für uns vier Kinder gesorgt und hatte diesen blöden Spruch, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Bürger und abends wie ein Bettler. Und bei mir war das immer genau umgekehrt. Mhm. Morgens wollte ich nichts. Ich habe sie dann überredet, dass sie da mehr Pausenbrot macht und das habe ich dann immer losgebracht. Meine Tochter, die mag zum Beispiel, die kriegt den ersten Hunger erst am späten Nachmittag. Das nennt man in den USA jetzt Warrior-Diät. Und im Studium habe ich das auch oft gemacht, einfach nur einmal am Tag gegessen. Aber ist nicht ungesund? Nein, überhaupt nicht, das Gegenteil, ist sehr gesund. Also das Kurzzeitfasten, das mache ich ja schon über 40 Jahre. Mhm. Und wie ich das Buch geschrieben habe vor Jahren, da war das noch nicht sehr populär. Also es war vor diesem Intervallfasten und intermittierendem Fasten, ist ja dasselbe. Und da habe ich schon an die 200 Studien gehabt, aus den USA vor allen Dingen, die belegen, wie gesund das ist. Und jetzt hast du ja so um die 70 Bücher geschrieben. 74, sage ich. 74. 74, weil ich habe ja mit anderen geschrieben. Ja, über 5 Millionen Mal verkauft, hast du gesagt. Ja. Das haben Journalisten gesagt, es gar nicht, die kann man ja nicht zählen. Man kann es nicht zählen, ja. Aber es in ganz vielen Sprachen auch übersetzt wurde. Jetzt hast du von diesen vielen Büchern, hast du dein Lieblingsbuch? Von meinen eigenen? Naja, ich habe mal so eine Art Roman geschrieben über Elementewesen, Habakuk und Hibbelig. Das ist, sagen wir so, das, wo ich am verletzlichsten bin. Ja. Das ist ja, Belletristik letztlich und kein Sachbuch. Und das ist aber eine Geschichte, die viel mit mir zu tun hat, die ich ziemlich so zwischen Meditation und Trance geschrieben habe. Damals war ich viel in Findhorn, in dieser spirituellen Kommune in Schottland. Ja. Und habe viel in der Natur gelebt, viel meditiert. Und das ist mehr so ein zusammengeträumtes Buch. Und später hat dann meine erste Frau zu mir gesagt, du weißt es gar nicht, aber viel aus deinem Leben ist ja da schon drin. Mhm. Dann habe ich das noch einmal gelesen und habe das wirklich auch wie ein Tagebuch vielleicht sogar ein ganz bisschen verblüfft festgestellt. Ja, also der Name Naomi von unserer von der Tochter, der steht in dem Buch schon drin. Das hatte ich komplett vergessen. Ich dachte, das habe ich so im Zen-Kurs, fiel mir das ein, dass das was Japanisches ist, aber ist nicht. Also stand da schon in Habakuk und Hibbelig schon drin. Also insofern habe ich da so eine persönliche Nähe, was ja auch eine erfundene oder erträumte Geschichte ist, die aber schon viel mit dem zu tun hat, was ich dann viel später auch geschrieben habe, mit den vier Elementen und Yin und Yang und den Prinzipien und so. Dann das am wenigsten verkaufte Buch, glaube ich, da ging es um Sexualität. Ja. Und das bestverkaufte Buch, glaube ich, da geht es um Depressionen. Wie kannst du dir das erklären?
Also, Oder das ist es nicht? bestverkaufte Buch ist Krankheit als Weg und Krankheit als Symbol. Ah, okay, ich Ja. dachte, aber da gibt es auch, aber das mit Über Depressionen, das Depressionen gibt es auch ein ist, Buch. ja. Das ist auch gut verkauft. Das war, glaube ich, auch ein Bestseller. Also, das schlechtest verkaufte Buch, da habe ich auch einen Fehler gemacht. Die Vorlagen zu meinen Büchern, die Steilvorlagen, die habe ich von meinen Patientinnen und meinen Zuhörern in Vorträgen. Das ist schon beim ersten Buch so gewesen, das Fastenbuch. Da musste ich halt, ich habe angefangen, meine Patienten in der Psychotherapie bei Detlefsen damals fasten zu lassen. Jetzt sind die aber im Wartezimmer mit den Patienten von den anderen zusammengesessen und die haben denen erzählt und jetzt wollten die anderen auch fasten. Und dann habe ich für sechs oder sieben Therapeuten, jeder drei, vier Patienten, habe ich die ganzen Fastenbesprechungen machen müssen. Ich habe immer wieder selber erzählt, dann habe ich so eine lose Blattsammlung gemacht, 12 Klarsichthüllen, 24 Seiten Und über Fasten, habe ausgeteilt. die ausgeteilt, weil ich das selber mal erzählen wollte. Und dann fand Detlefsen das unästhetisch und hat mir gesagt, dann schreiben Sie ein Buch. Habe ich ein Buch dazu geschrieben, so war das erste Buch. Das hat mich einfach entlastet. Für die Leute war es ja viel günstiger, ein Buch zu haben. Bewusst Fasten war, das gibt es halt noch. Und für mich war das eine Arbeitsersparnis und gar nicht so langweilig. Und so ist es weitergegangen. Immer wenn ich weiß nicht, 50, 100 Mal selber gefragt worden bin, habe ich es wohl beantwortet, aber habe dann so als Idee gedacht, ja, das muss man mal ein Buch draus machen oder einen Film oder sowas. Dann ist es für die Leute viel günstiger und ich muss nicht immer selber erzählen. Effektiv sind diese vielen Bestseller aus Steilvorlagen entstanden durch Fragen von Zuhörerinnen. Interessant. Und da das Buch Mythos Erotik, das war eine Ausnahme. Da Aber fand vielleicht, weil ich, sich die dass das Leute wichtig ist. weniger mit Sexualität beschäftigen und mehr mit Krankheiten Sie beschäftigen beschäftigen. sich unglaublich mit Sexualität, aber sie trauen sich nicht Ja. darüber zu reden. Also, das ist, glaube ich, der Punkt. Ich habe es ja geschrieben, weil ich mir gedacht habe, hoppla, wir dachten eigentlich als Hippies und 68er, Kommunezeit und so, Ja. dieses Thema hätten wir mal irgendwie Durch. geregelt, das sei jetzt frei und genussvoll. Ja. Bis ich dann gemerkt habe, so als Arzt ist es überhaupt nicht frei und genussvoll. Die stellen sich an, als ärger als vorher. Und dann dachte ich, das ist wichtig, das schreibe ich mal, weil es so wichtig ist. Aber es gab tatsächlich gar nicht viel Fragen dazu. Und es wurde dann auch überhaupt kein Bestseller. Also es ist ein total Flop gewesen. Ich habe vorher noch gesagt, sie sollen nicht so viele drucken, aber ich glaube, die haben 7000 Hardcover verkauft, was zu der Zeit dann für mich schon wenig war. Ja. Und also angesichts von, ich weiß nicht, 2 Millionen bei Krankheit als Weg oder so, ne, verkauften Büchern. Und dann haben sie nochmal versucht, sogar ein Taschenbuch draus zu machen. Das haben sie sogar anders genannt. Also siehst dann, wenn Sex und Liebe sich wieder begegnen oder so, das wird wieder ein Flop. Also es ist, glaube ich, ein Thema, was inzwischen wieder ziemlich tabuisiert ist und zwar alle irgendwie interessiert, aber irgendwie auf so eine Art, dass man nicht dazu steht. Also ich meine, das erfolgreichste Buch aller Zeiten war 50 Shades of Grey. Ja. Da sind 120 Millionen Bücher verkauft Da gibt es worden. ja dann auch mehrere Teile und so, Drei ja. Teile. Ich habe das auch mal gelesen in Englisch, weil ich mal wissen wollte, was das erfolgreichste Buch der Welt ist. Das war so. Da waren dann alle, das ist ja so eine milde SM-Geschichte, nicht dass Blut Ja. fließt, aber es wäre harmlos eigentlich. Und ein alter Archetyp, das ist letztlich diese immer gleiche Geschichte. Die Neugier, glaube ich, war es, was da Viel passiert, ne? Neugier, aber es ist auch eine uralte Geschichte, so ein Archetyp. Also, das erinnert total an Pretty Woman. Ja, genau. Reicher, einflussreicher Mann und leichtes Mädchen lieben sich und kommen zusammen. Und das ist ein 50 Shades of Grey, eine ähnliche Geschichte. Ganz hochstehender, ganz toller, ganz reicher Mann. Und ja, die heißt Steel, heißt die auch noch Stahl. Also irgendwie, die ist jetzt nicht annähernd so reich oder irgendwie sowas, aber er zieht sie da hoch. Das ist eine uralte Geschichte. Das ist dieselbe Geschichte, die vor Pretty Woman, da hieß es Susie Wong. Da hat William Holden den Richard Gere gespielt und eine Chinesin namens Quan, die hat die Julia Roberts gespielt, die Prostituierte. Und so die gleiche Geschichte. Und davor gibt es das als Aschenputtel, das hat schon die Oma Genau. vorgelesen. Der Prinz, da fahren sie alle Prinzessinnen auf, aber der will keine Prinzessin, der will das Aschenputtel und holt sich die. Und das ist die Geschichte von Jesus Christus, dem erleuchteten Meister und dem Freudenmädchen Maria Magdalena, Maria aus Magdala. Ich glaube, das ist so eine archetypische
Das kommt sicher nach nach The Shades of Grey in 20 Jahren wieder hoch. Das ist einfach ein Archetyp. Also das Buch haben kaum Leute so offen gelesen, es war eingeschlagen dann. Mhm. Wie ich das gelesen habe, wurde ich auch gefragt, wie kannst du so ein Buch lesen? Sage ich, wieso, hast du es schon gelesen? Nein, aber das weiß man, das ist schon, das weißt, steht in der Rezension, im Feuilleton. Also einfach dieser Archetyp, den hat die, eine Engländerin, glaube ich, die hat den sehr locker so runtergeschrieben. Also gibt es eine soziologische Studie, dass der durchschnittliche deutsche Mann 130 Mal am Tag an Sex denkt und nie mit seiner eigenen Frau. Ah, schön. Interessant, ja. Interessant. Aber es ist ein Thema, was sicherlich in dem Bereich, in dem ich schreibe, sehr tabuisiert ist. Reden zwar viele von Lebensenergie, aber die wollen das übers Essen haben. Ja. Beim Atem wird es schon schwieriger mit dem verbundenen Atem. Und die einfachste Form wäre Kundalini-Energie. Ja? Aber die hat natürlich mit Sinnlichkeit, Erotik zu tun. Und da ist es in dieser Szene, sagen wir mal, das ist schwierig. Nicht populäres Thema. Also insofern war das ein wohlverdienter Flop, der sich als Taschenbuch-Flop dann fortsetzt. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht war noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Du bist ja auch bekannt für deine Hollywood-Therapie. Und welcher Film ist für dich am wertvollsten, dein Lieblingsfilm? Also das ist so eine gemischte Geschichte. Ganz wertvoll finde ich The Bucket List. Das Beste kommt zum Schluss mit Morgan Freeman, Jack Nicholson. Das ist für so viele Patienten ein entscheidender Film. Ja. Und für viele andere auch. Man muss nicht warten, bis eine Krebsdiagnose ins Leben rauscht, um das Leben anzufangen. Und bis die Chemo gescheitert ist. Also das ist sicherlich der Film, den ich am meisten empfohlen habe, der da auch viel bewirkt hat. Ich persönlich mag noch lieber About Time als eine Frage der Zeit. Ja. Das ist ein Film, der mir viel verändert hat. Und also früher mochte ich die Möwe Jonathan so gern, das ist dieser Entwicklungsfilm über die Geschichte von Richard Bach. Ich liebe einfach Filme, muss ich sagen. Ja. Und habe viel mehr Filme verschrieben als Pharmaka. Ich mag auch sehr die Filme, die jetzt in Spielfilmtherapie, diesem Folgebuch drin sind. Das sind lauter Filme über Krankheitsbilder. Und ich habe viel mehr über Psychiatrie gelernt, über Filme, als in der Psychiatriezeit, ehrlich gesagt. Also so ein Film wie Mr. Jones, da ist die Zyklothymie, haben wir früher gesagt, die bipolare Störung, die ist so gut beschrieben. Der hat auch lang in der Psychiatrie sich informiert darüber. Oder auch Silver Lining, das ist auch so ein wirklich brillanter Film über eine bipolare Störung. Bradley Cooper spielt das auch super gut. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Ja, also das ist schon, da gibt es viele, viele sehr, sehr gute Filme. Zeit des Erwachens mit Robin Williams. Also, also das sind brillante Filme. Und gehen wir wieder zurück zur Ernährung. Am gesündesten ist es natürlich, so weit wie möglich unverarbeitete Produkte zu essen. Und jetzt habe ich interessanterweise von jemandem gehört, dass wenn ein Vegetarier einen Parmesan isst, dass der gar nicht vegetarisch ist, weil im Parmesan dieses tierische Lab drinnen ist und das ist eigentlich ein Kalbsmagen. Hast du davon schon etwas gehört? Ja, ich habe das gehört, wobei ich würde das gar nicht so streng sehen, diese ganzen Dinge. Also Vegetarier ist eh nicht besonders gesund, ehrlich gesagt, weil wenn der seinen Eiweißanteil, und viele machen ja diesen Fehler, durch Milchprodukte aufbessert, dann ist das kontraproduktiv. Colin Campbell, dieser Professor aus Cornell, der sagt ja unwidersprochen bisher, also schon widersprochen, aber unwiderlegt, dass Milch das gefährlichste Kanzerogen auf diesem Planeten ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Also Vegetarier, der viel Milchprodukte zu sich nimmt, ist nicht gut dran. Und auch Veganer, ehrlich gesagt. Du kannst ja weißes Mehl, weißen Zucker, ist ja alles vegan. Und du kannst dann Whisky und Wodka, Kornsirup und Kornschnaps, Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, alles vegan. Aber gesund ist das nicht. Also ich wäre dafür pflanzlich und vollwertig. Also wirklich Dinge, die möglichst naturbelassen sind. Das ist der springende Punkt. Es muss natürlich auch sättigen, ne? Das muss auch sättigen, ja. Aber das ist ja für mich jetzt nicht ein Problem. Also Bratkartoffeln sättigen mich und Polenta auch. Und also gibt Nudeln. Also man kann schon auch Sättigungsbeilagen
als wenn man jetzt Peace Food lebt, pflanzlich vollwertig, kann man gut bekommen. Ich würde da nicht so dran gehen. Ich habe zum Beispiel auch Lederschuhe an. Mhm. Und ich habe auch nichts gegen Honig. Wenn ihr mal Halskratzen habt, trinke ich einen Salbei-Tee mit Honig. Nur ganz fanatische Veganer finden das ja schrecklich. Sowohl die Schuhe als auch den Honig. Aber ehrlich gesagt, wenn es kein Honig ist, dann darf es ja auch keine Möhren und keine Salatköpfe, die auf Pferdefuhrwerken transportiert worden sind. Die darf da auch nicht essen. Ja. Weil das Pferd ja auch ein Tier ist. Ja. Die Biene transportiert es nur. Außerdem ist im Honig kein Protein und kein Fett drin. Das ist Kohlenhydrat. Der springende Punkt ist, was mich als Arzt interessiert, ist, Tierprotein muss wegbleiben. Mhm. Tierfett müsste wegbleiben, aus medizinischen Gründen. Und tja, also ich meine, ich muss sagen, ich esse das, was die meisten vegan nennen. Ich esse es pflanzlich, vollwertig. Und ich kann so diesen fanatischen Aspekt nicht nachvollziehen. Weil wird die Welt besser, wenn ich jetzt meine Schuhe beerdige? Mhm. Ich meine, ich habe empfindliche Füße total und kriege keine Hornhaut. Das hat ein österreichischer Schuster hergestellt und den habe ich schon ewig. Damit werde ich wahrscheinlich die ganze Inkarnation noch schaffen. Mhm. Und ich denke nicht dran, die Schuhe aufzugeben. Mhm. Weil irgendwelche Fanatiker glauben, die Welt wäre besser, wenn ich das täte. Ja. Ich bin, jetzt wenn ich neue Sachen kaufe, würde ich, also zum Beispiel, ich habe jetzt einen Gürtel, der ist jetzt nicht aus Leder, der ist ja irgendwie Stoff oder was. Baumwolle. Baumwolle, das ist okay. Also auch jetzt meiner Frau was aus Seide zu kaufen, habe ich kein Problem. Obwohl natürlich die Seidenrauben auch elend zugrunde gehen. Mhm. So, aber wenn sie das unbedingt möchte und das sie so glücklich macht, ich erzähle dann vielleicht noch, wie die Seide entsteht, wenn sie es trotzdem will. Die Sous sind halt manchmal so. Und ich habe ja auch gar nichts gegen die Sous, muss ich dann wieder sagen, sozusagen. Also ich denke, wenn man schaut, wo es hingehen müsste. Ich denke schon, wir sollten aus vielen, vielen Gründen aufhören, Fleisch zu essen. Mhm. Weil das wäre ein Segen für die 1 Milliarde Hungernde auf der Welt. Weil wir holen halt das Futter, was die bräuchten, die Kohlenhydrate, um in unseren Massenzuchthäusern Tiere zu mästen. Und dabei vernichten wir 90% der Kalorien. Das ist nicht anständig. Und was hältst du von dieser künstlichen Produktion von Fleisch? Das gibt es ja schon. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt. Ich weiß jetzt auch gar nicht. Ja, also da wird es in also Flüssigkeit sozusagen gezüchtet, ja. Also ich fände es ein Segen für die Menschheit. Für die Tiere. Ich möchte es nicht essen, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich brauche keinen Fleischersatz. Bitte, warum soll ich jetzt eine vegane Leberwurst essen, wenn ich Leberwurst immer grässlich gefunden habe? Mhm. Da muss ich Uwe fragen, meinen Assistenten, Fahrer, soll es kosten, ob es wie Leberwurst schmeckt? Mhm. Wenn es so schmeckt, kommt es für mich schon sowieso nicht in Frage. Ja. Also ich versuche jetzt nicht mit Ersatz zu leben. Aber für die Umwelt wäre es natürlich gut. Für die Umwelt wäre es ein Segen. Nicht die Tiere ein Segen, für die Gesundheit wäre es ein Segen. Mhm. Mhm. Ja, also da wäre ich dann schon dafür. Die ganzen Ersatzprodukte. Ja, ich esse keine Eier, aber ich finde gut, wenn es Ersatzprodukte gibt, weil die Eier mögen, die brauchen die vom Geschmack her. Also sollen sie mal Ei nehmen oder wie das heißt. Ich würde es pragmatischer sehen. Wo muss es hin? Und diese Dinge sind hilfreich. Ja. Also in so einem Buch wie Vegan für Einsteiger oder für Anfänger oder für Einsteiger, weiß ich nicht mehr, da habe ich die auch angegeben, diese ganzen Ersatzprodukte, damit zum Beispiel viele Frauen, die vegan werden, ihre Männer damit rüberziehen können. Das müssten sie tun, weil sonst geht es später wegen der Ernährung auseinander. Das ist ja furchtbar, wenn Kinder im Spiel sind. Also ich rate allen Frauen, die einen Mann haben, der weiter Fleisch isst, den so toll zu bekochen mit Fleischersatz, dass sie ihn da rechtzeitig rüberkriegen und keinen Krieg zu machen, weil irgendwann wird die immer sensibler, er bleibt wie er ist. Und dann irgendwann kann sie das nicht mehr riechen. Dann muss der Ventilator in der Toilette verstärkt werden. Aber das ist schon ein Alarmzeichen. Weil als nächstes kann sie seine Sachen nicht mehr waschen. Ja. Und das ist auch ein Alarmzeichen. Irgendwann kann sie nicht mehr riechen. Wenn du jemanden aber nicht mehr riechen magst, magst du dann nicht mehr schlafen mit Ganz dem. Ganz schlecht, ja. Ja. Das stört schon, wenn der Mann neben einem sitzt. Zum Beispiel. Mhm. Also das ist eine schwierige Sache. Und wenn dann Kinder im Spiel sind, macht es ja keinen Sinn, sich wegen Ernährungsdingen. Ja. Und Frauen projizieren dann auch volles Rohr. Also der stinkt zum Himmel, muss ich sagen, der riecht wie immer. Ja, sie haben sich sensibilisiert und sie sind jetzt empfindlicher geworden. Jetzt können sie überlegen, wenn sie ein Kind haben mit 5 und eins mit 7, ob sie scheiden lassen wollen wegen so einer Thematik. Sowas, also
das viel Bessere wäre, die von Anfang an mit an Bord zu bringen. Und zwar mit einem so guten Kochen, das können ja viele, dass der leicht rüber geht. Also mit dem Buch Vegan für Einsteiger, so heißt, da kannst du 2 Monate lang Rezepte finden, wie du ihn ernährst, vegan, ohne dass der es merkt. Weil so viel Fleischersatz und Eiersatz und Fischersatz, das gibt es ja alles drin. Ja, aber da ist ja sicher wieder Klumpert drinnen, oder? Im Fleischersatz. Ja, und ich würde es auch nicht essen. Und hier würde es auch nicht gehen, ehrlich gesagt, wenn ihr auf dem Niveau seid, wie ihr kocht, wie ich ja weiß. Aber es ist immer noch besser, dass da irgendwelche E-Nummern drin sind, die mir nicht so angenehm sind. Bevor es Fleisch ist. Weil es ist immer noch besser für die Hungernden, humanitär also, für die Tiere, für die Umwelt. Für den ist es auch immer noch besser als Fleisch. Man muss ja bedenken, 93% der Gifte, die wir heute zu uns nehmen über Nahrung, kommen über Tierprotein. Das ist eine Schweizer Studie vom Schweizer Bund, von der Regierung. Also, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, es ist noch nicht eine gute Lösung. Ja, aber jetzt muss man natürlich auch das Argument sagen, ein rohes Fleisch, ungewürzt, schmeckt genauso fad wie Tofu. Oder wie Nudeln oder wie. So was, das heißt, man muss sich mit Kräutern, mit allen möglichen Dingen die Würze einfallen lassen und dann schmeckt es natürlich auch gut. Dann braucht man nicht unbedingt. Ja, oder Fleisch, auch nicht. Also ich bin ja so adoptierter Österreicher. Ja. Mir wurde dann irgendwie der linksrum Walzer beigebracht, das war ja problemlos. Ja. Und irgendwie ein News-Abonnement geschenkt. Und Tafelspitz als das neue beste Essen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Krenn, aber der schmeckt noch nicht viel. Ja, und stimmt, es ist ziemlich faserig. Mhm. Also gegenüber der Familie meiner ersten Frau, die ja Österreicher sind, geborene, habe ich den schon irgendwie gekostet und so. Aber ehrlich gesagt, meine Schwiegermutter hat lange versucht, mich mit Hirschragout und so zu überzeugen. Wenn die das eben nicht so würzt, schmeckt es Hirschragout ist der Papa von Bambi. Ja, genau. Also für mich kommt es gar nicht in Frage. Deswegen habe ich auch das erste Mal aufgehört, Fleisch zu essen, wegen Bambi. Das hat aber jetzt, also wenn man jetzt nur fasten möchte, ihr habt auch andere Angebote. Ja, also Entstressen oder integrale Medizin, das ist so meine Grundausbildung. Mhm. Da gibt es Essen. Mhm. Peace Food Essen, also pflanzlich, vollwertig. Bei uns seid ihr immer sehr gut gebucht? Ja. Also meine Größe sind eigentlich immer voll. Das heißt, man muss sich schon zeitig vorher. Aber es gibt natürlich so Zeiten im November, da sind sonst keine Gäste. Ja. Und früh im Jahr, im April, ist ja die Begeisterung, obwohl Südsteiermark ist ziemlich mediterran und warm schon. Also Hund darf man auch mitnehmen? Ja. Wirklich? Ja, ja. Also ich dürfte sie mitnehmen? Ja. Wir haben, also das ist dann, sind ein bisschen andere Zimmer, ist im Parterre und so, dass es für den Hund auch passt. Dass man gleich rausgehen kann und so, ja. Also das haben wir öfter bei Fastenwandern zum Beispiel. Mhm. Da waren einmal 5 Hunde dabei. Das ist mit Weibchen sowieso kein Problem. Wenn jetzt da eine Rüde dabei ist, dann kann es schon irgendwie problematisch auch werden. Dann muss man halt sagen, also sie müssen mit ihrem Hund ganz vorn und sie mit ihrer ganz hinten, sonst gibt's stört ein Problem. Das die anderen auch und so weiter. Gut, es gibt ab und zu mal einen Hund, der dann dauerbellt, wenn sie zum Meditieren kommt. Ah ja. Dann sind die anderen gestört. Aber gibt es auch eine Lösung jetzt wie mit Minucci. Wir sagen die dann einfach, sie sollen mitbringen in den Saal und wir sind immer Hunde dabei beim Meditieren. Die sind ja in der Regel völlig ruhig. Der Hund bellt ja nur wie verrückt, weil das Frauchen weg ist. Mhm. Und wenn sie mitnimmt, in der Regel ist es leicht zu lösen. Mit Tieren haben wir viel weniger Probleme als mit anspruchsvollen, egomanen Menschen. Welche Ziele hast du noch? Ja, Befreiung, Erleuchtung. Buddha, Christusbewusstsein, so, das wäre so auf meiner Liste vor der Kiste die oberste Stufe. Ansonsten habe ich schon viel erfüllt, muss ich sagen. Also Tamangaso zum Aufblühen bringen, mit Hilfe meiner Partnerin ist es gelungen. Und viele Sachen kann ich immer noch verbessern. Also ich habe auch das da draufstehen, die Psychosomatik, diese ganzheitliche Psychosomatik, die ich so vertrete, zu etablieren. Das ist aber schon ziemlich weitgehend gelungen, durch die Bücher, durch die Ausbildung. Jetzt mache ich noch online mit Unity so eine ganzheitliche Gesundheitsberater-Ausbildung. Durch diese Online-Geschichte und durch die Pandemie, das Gute vom Schlechten, hat das so ein Ausmaß angenommen, dass ich da mehr Leute jetzt schon in der Ausbildung hatte in den letzten großartig, 2 Jahren als vorher in 20. Ja, großartig, ja. Also das hat schon was gemacht, ja.
Ja, also wenn du das positiv nimmst, ich wäre ja immer dafür, das positiv zu nehmen. Es ist ja, ich habe ja 80% deutsche Leserinnen, im Wesentlichen Rinnen. Und die bereiten sich ja jetzt darauf vor, gegen Putin zu frieren, den Winter. Ich würde einfach sagen, bitte, und zu hungern, also das wird ja schon empfohlen, also Vorräte anzulegen und auf Konsum zu verzichten. Mhm. Man könnte es so schön auch umdrehen und positiv sehen. Ich muss ja nicht hungern, ich kann auch freiwillig fasten. Und dann ist das ein wunderbares Exerzitium. Mhm. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt so geplagt frieren. Ja. Also ich kann Wim Hof machen und ich kann, und ich mache das gern. Wim Hof, ja klar. Die also Methode, so eiskalt baden, ich habe das immer. Im Winter in Zypern ist der Pool kalt. Mhm. In diesem Jahr war der eiskalt, 15, 14 Grad. Aber gut, dann hast du eine heiße Badewanne und kannst hin und her wechseln. Wieder, ja. Und hast einen unglaublichen Immuneffekt. Nur kalt duschen nach dem normalen Duschen ist schon mal durch niederländische Studie abgesichert, so dass es 50% deiner Erkältungstage reduziert und wegbringt. Ah. Nur kalt duschen. Du kannst all das machen. Konsumverzicht kannst du erleiden. Aber du kannst auch freiwillig einfach viele Dinge nicht brauchen. Ich freue mich an allem, was ich nicht brauche. Mhm. Also ich kann schon auch schön finden, schöne Dinge. Aber persönlich muss ich sagen, brauche ich keine super teure Uhr. Ich möchte eine intelligente Uhr haben, die habe ich auch. Mit der man lernt, ne? Im Schlaf. Mit der oder man auch im Schlaf lernt. Und ja, ein Vegetativum ausgleicht, ist mir viel wichtiger. Und insofern, du kannst viele von diesen Dingen ja freiwillig machen, als sie erleiden. Ja. Ich habe das so gelernt, was ich in 20 Jahren, oder eigentlich muss ich sagen 40 Jahren, Psychotherapie und Beratung gelernt habe, diese ganzen Tricks, da gibt es ja natürlich viele Spezialausdrücke dafür, die haben jetzt alle kennengelernt in den letzten 2 Jahren. Mhm. Nämlich die Dinge, die wir nutzen in der Psychotherapie, um Menschen ins Licht zu führen, die kannst du auch nutzen, um sie hinters Licht zu führen. Das geschieht jetzt gerade. Ja, also ich glaube, das ist noch viel wichtiger als Peace Food, was ich eh schon wichtig finde. Ich finde Essen schon wichtig. Besonders gutes Essen. Das muss schmecken an erster Stelle. Ja. An zweiter gesund sein. Ja, weil sonst geht's nicht. Du kannst nicht gesund leben, wenn das nicht schmeckt auf die Dauer. Dazu ist Essen bei uns zu wichtig. Das ist einfach die ganze Venus-Thematik. Und die Leute haben zu wenig guten Sex. Mhm. Dann könnten sie, haben zu wenig Kunstverständnis und Kultur. Und dann brauchen sie zu viel Essen. So, da muss wenigstens gut sein. Also, aber noch wichtiger ist Mindfood. Das ist die geistige Nahrung. Und ganz viele Dinge, die wir jetzt erlebt haben, ist einfach schlechte geistige Nahrung. Und das sind dieselben Methoden wie in der Psychotherapie. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel, geht leider in der Erziehung auch schief, ja? Eltern sagen zu Kindern, du wirst deinen Kakao heute nicht ausschütten. Die Botschaft fürs Kind ist, du wirst deinen Kakao heute ausschütten. Und so kannst du zum Beispiel sagen, sie brauchen keine Angst zu haben. Da machst du Angst mit dem Satz. Ja. Ich kann aber zu jemandem ohne weiteres sagen, du brauchst dich nicht zu entspannen. Das kann in der Psychotherapie sagen. Mhm. Da ist der Intellekt beruhigt, und musst ja nicht. Du brauchst das nicht. Entspannen kommt rüber. Du kannst mit Sprache so raffiniert umgehen. NLP macht das. Mhm. Ja, dann, du kannst damit enorm manipulieren. Zugunsten des Patienten oder zu Ungunsten der Bevölkerung. Das in vieler Hinsicht. Man nennt es Nudging zum Beispiel. Nudging ist so ein Spezialausdruck. Es den Leuten leicht machen, das Gesunde zu tun. Vor 100 Jahren hat es der Mikkel Hindhede in Dänemark gemacht. Ein Arzt, der hat die Regierung überzeugt, wegen einer Hungersnot, die drohte 1917, die Bevölkerung auf pflanzliche Nahrung umzustellen. Und das haben sie einfach dadurch gemacht, dass sie die pflanzliche Kost sehr verbilligt haben und die Fleischkost sehr verteuert haben. Heute machen wir es umgekehrt. Alles Schädliche wird Mehrwertsteuer befreit und alles Gesunde ist kompliziert. Das ist traurig. Das ist Nudging, um die Bevölkerung krank zu halten. Mhm. Glaube ich mal. Ich meine, dahinter ist einfach Lobbyismus von denen, die halt ungesunde Sachen produzieren. Die Nahrungsmittelkonzerne, die können ja nicht regional und saisonal. Die machen halt ungesunde Convenience Food und so weiter. Aber das ist in jeder Hinsicht ist das so. Ja, Pre-Teaching. Man sagt, der Körper steckt das leicht weg, aber es ist auf Dauer nicht so. Nein, auf Dauer nicht. Ja. Und der Geist erst recht nicht. Kann man eine Krankheit verschieben? Kann ich meinem Körper sagen,
Nein, jetzt bist du nicht krank. Ja, das machen ja ganz viele Manager zum Beispiel. Also habe ich ja schon das Problem, wenn ich jetzt jemanden, der schon nicht mehr weiß, wann er den letzten Urlaub gehabt hat. Ja, das machen viele so Spitzenmanager, die versuchen in 4 Wochen Urlaub noch ein paar Sachen aufzuarbeiten, den guten Ehemann zu geben, den Geliebten, den sie 11 Monate versäumt haben, und für die Kinder ein super Vater zu sein. Der hat ja nie frei, der hat 11 Monate durchgekrampft und dann im Urlaub wird es besonders extrem. Und wenn man den dann in eine Kur schickt, dann wird es gefährlich, weil dann bricht es raus, was bisher unterdrückt war. Du kannst natürlich durch Begeisterung immer einen Schnupfen übertauchen. Ja, das geht immer, der hört auf. Das kennen viele Leute, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine Fortsetzungsserie hast, so Dornenvögel war früher so ein Straßenfeger. Und sag mal, du hast dich dann nach der 3. Folge erkältet, Nase ist voll und furchtbar, aber du schleppst dich trotzdem zum Fernsehsessel. Kaum läuft Herr Chamberlain da ein und hat seine Rachel Ward noch nicht das erste Mal geküsst, ist es vorbei mit dem Schnupfen, weil du bist begeistert. Du änderst deinen Bewusstseinszustand von verschnupft, Nase voll, auf Begeisterung. Und in der Begeisterung ist die Nase frei. Wenn der Film zu Ende ist, geht's wieder los. Bist wieder drin, verschnupft, im Nase voll. Also das erleben die meisten Menschen. Aber es geht noch viel weiter. Also ich habe das schon erlebt, dass Kinder Eltern was abnehmen. Und vor allen Dingen mit Tieren. Also das ist wirklich ganz auffällig, dass man mit einer Katze erlebt, in ganz berührender Weise. Lissi hieß die. Die hatte einmal Junge bekommen und dann haben wir beschlossen, weil wir ja 4 Katzen hatten, glaube ich, zu der Zeit, sterilisieren. Und jetzt war aber genau mit Naomi, die erste Operation war gescheitert. Meine Tochter Naomi hat einen großen Herzfehler mitgebracht. Und stand die 2. Operation an, die aber viel problematischer war, weil sie uns bei der ersten schon gesagt haben, eine zweite gibt es nicht. Aber jetzt hatte sie so Blutzerfall, weil da irgendwas schief lief im Herz. Da musste wieder operiert werden. Und wir waren da in ziemlicher schwerer Besorgnis sozusagen und haben deswegen das Thema mit der Lissi, mit der Katze, delegiert. Die Sekretärin sollte die zum Tierarzt bringen, zum Sterilisieren, hat sie auch gemacht. Und dann kam der Tierarzt direkt zu uns und war völlig entsetzt und sagt, also er muss uns das gestehen, ist noch nie passiert, die Katze ist gestorben beim Sterilisieren. Und weil er sowas noch nie erlebt hat und weil er weiß, dass uns Tiere so wichtig sind, wie ähnlich fast wie Menschen, hat er sie obduziert. Und er hat was ganz Extremes gefunden. Er weiß ja noch, dass die vorher schon Junge gekriegt hat. Das kann eigentlich gar nicht sein. Wir hatten einen extremen Herzfehler, überhaupt keine Herzscheidewand und keine Mitralklappe. Das war exakt das Krankheitsbild meiner Tochter. Ein Helfertier. Und in dem Moment hat Margit, meine Frau, dann auch gesagt, damals, die hat dann auch gesagt, Lissi ist gegangen für Naomi. Jetzt wird Naomi leben. Wir anderen waren weiter skeptisch, ne, weil bei der ersten Operation hatten die gesagt, 50% Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht. Bei der zweiten habe ich dann noch gefragt, hat gesagt, da reden wir nicht drüber. Das geht, kann man jetzt nicht reden. Also, da war wenig Chance. Margit war ab dem Moment total optimistisch und die ist wider Erwarten total gut gegangen, die 2. Operation. Also solche Zusammenhänge, die kenne ich inzwischen viele, weil ich habe dann später mal so ein Taschenbuch geschrieben mit einer Tierärztin zusammen, Irmgard Baumgartner, die Tiere als Spiegel der menschlichen Seele oder so ähnlich. Und die hat viele solche erlebten Geschichten in ihrer Praxis gehabt, wo tatsächlich ganz im Sinne von Krankheit als Symbol Tiere von ihren Frauchen, ihren Herrchen übernehmen und denen das abnehmen. Das nennt man angeblich Helfertierchen. Ja. Und meine Tierärztin sagt auch, sie hat sehr viele Hunde, also Patienten sozusagen, die zum Beispiel dasselbe Herzmittel bekommen wie das Herrchen oder das Frauchen oder andere Medikamente. Ja. Bei Allergien. Sie hat ja auch mit den Gelenken zu tun. Ne? Mhm. Ja. Also bei Hunden weiß ich da nichts mit dem Fell. Bei Menschen gibt es ein relativ einfaches Mittel, sich bürsten mit einer ziemlich scharfen Bürste. Und nach dem Bürsten dieses Gelenk, um das es geht, oder die Gelenke nochmal bürsten und damit Kokosöl einreiben. Das ist ein verblüffendes Mittel. Da habe ich schon vielen vor einer Operation helfen können damit. Ja, ist auch ein totaler Erfolg. Also machen viele, viele Leute. Labaccio-Tee soll angeblich auch helfen. Habe ich auch schon gehört, habe jetzt nicht so tolle Erfahrungen gehabt damit. Aber diese
kann man immer auch noch dazu machen, dieses Bürsten. Also den sozusagen überall, na gut, dann, da wird man nicht fertig, weil man hat ja überall Gelenke. Ne? Ja, aber man muss es nicht irgendwie groß einmassieren, sondern so richtig. Die Bürste und dann. Die Bürste, das ist ein bisschen die Naturhaar, Haut. Naturhaar, ne? Ja, das ist Naturhaar. Also die kostet so wie ein Taschenbuch so ungefähr. Und die ist ein bisschen unsympathisch hart. Also ich habe da extra eine ausgesucht, damit die Haut so ein bisschen aufrollt. Ja. Und da sind die Reflexzonen, die wirken dann schon. Und natives, also Bio-Kokosöl, richtig einschmieren. Und wenn man da rumschmiert, dann kann man nochmal eine Runde machen und dann ist es meistens weg. Also das Öl, das muss man schon ein paar Wochen machen, bis man merkt, wie der Schmerz nachlässt. Wie aber oft? Er lässt verblüffend nach. Ja, das also. Einmal in der Woche, einmal am Tag. Einmal am Tag. Okay. Ich hatte erst kürzlich einen Psychiater aus Wien übrigens, ein Freund, im Kurs, Fastenkurs. Der hat das erst nicht geglaubt natürlich. Als Psychiater glaubst du sowas nicht. Aber ich habe ihn dann doch, ich kenne den schon ewig, überredet. Und der hat nach dem Fastenkurs das aufgeschoben, den Operationstermin. Mhm. Und seine Oberärztin ist dann später mal gekommen. Die hat gesagt, er hat es abgesagt, den Termin. Also, und ich habe es viele, viele Dutzend Mal erlebt, dass man das loskriegen kann. Großartig. Also auch bei Rheuma, das Fasten. Und welches Kokosöl, weil die meisten, also das sollte ja auch nicht nach Kokos riechen. Naja, das ist relativ, also leicht riecht, ob du es magst oder nicht. Mhm. Aber es gibt es ohne den Kokosgeschmack. Das ist egal. Und dann wird es auch ohne den Geruch sein. Ich habe nichts dagegen, aber ja, gibt es, weiß ich. Sehr interessant, sehr interessant. Also ich weiß, dass viele Leute damit gute Erfahrungen gemacht haben. Ich habe mal so eins meiner ersten Reels, diese einminütigen Dinge auf Instagram, da habe ich das mal so relativ nebenbei so gesagt, was kannst du schon in einer Minute sagen? Und also es sind unglaublich viele Bürsten sozusagen, die bei uns, und Tamagawa, die verschenkt, da liegt die auf jedem Nachttisch. Und plötzlich war ein Boom, alle wollten diese Bürste haben und tatsächlich, ja. Die kann man bei euch kaufen? Die kann man sich da bestellen, okay. Inzwischen, ursprünglich nicht, aber jetzt schon. Und es ist verblüffend einfach. Oft ist es verblüffend einfach in der Medizin. Wir müssen die Dinge nicht so komplizieren. Die Amis sagen es so schön, keep it simple and stupid. Aber die Frage ist, woher kommen dann die Entzündungen? Durch Stress, durch die Ernährung, durch Stress wahrscheinlich? Stress und Ernährung. Die Ernährung bessert es ja auch. Also wenn du fastest und danach konsequent auf Peace Food umstellst, pflanzlich vollwertig, verschwindet Rheuma. Das habe ich auch x-mal erlebt. Jetzt, das mit dem Kokosöl, das funktioniert auch bei verbrauchten Gelenken gut, also wenn Arthrose da ist. Und idealerweise kombiniert man es mit Fasten und Ernährungsumstellung. Aber es gibt viel mehr Menschen, die bereit sind, sich zu bürsten und mit Kokosöl einzuschmieren, als bereit sind, die Ernährung auf pflanzlich umzustellen. Das ist leichter vorstellbar für viele Leute. Und jetzt auch viel gesünder, als ständig irgendwie Cortison oder irgendwas zu schlucken. Ne? Das allerdings. Das ist dann, glaube ich, schon die letzte. Cortison würde ich dringend nicht empfehlen. Ja. Also ich habe das mal erlebt mit jemandem sehr nah in der eigenen Familie. Nach 40 Jahren Cortison wegen Asthma, aber es ist die gleiche Cortisonwirkung, ist die Haut so, wenn du draufkommst, bricht sie und blutet. Das macht dann Pflegekosten, die waren bei 14.000 Schweizer Franken im Monat. Wahnsinn. Das kannst du ja eigentlich dir nicht leisten. Also wir konnten ja Gott sei Dank. Aber im Endeffekt kann man sich das ersparen. Ja. Und Cortison hat viele andere unangenehme Nebenwirkungen noch. Also, es ist ein wunderbares Stresshormon. Ja, der Körper schüttet Cortisol aus, wenn er total im Stress ist. Aber wenn du ihn dauerhaft in dieser Stresssituation hältst, ist das fürchterlich für den Körper. Allerdings dauerhafte Schmerzen sind auch furchtbar. Vielen, vielen Dank. Bitte. Dankeschön. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal dabei warst. Wir werden dieses Interview vielleicht wiederholen. Ja. Würde ich mich freuen, vielleicht wieder in einem Jahr, weil ich glaube, das letzte Mal war sie auch ungefähr vor einem Jahr. Ja. Ja, du warst ja, glaube ich, mein dritter Gast. Ganz. Ja, mein dritter, zweiter oder dritter Gast warst du, ja. Und werden wir auf jeden Fall machen. Und wenn dir mein Kanal gefällt, dann gib uns ein Like und abonniere uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.